waited for us. But when we finally came, it was to answer a call. Willkommen zu Tarsis bei den Spielkindern. Hallo Fabian. Hallo Dennis. Du hast uns ein schönes Spiel besorgt und mit besorgt meine ich, dass es dir schenken lassen. Richtig. Vielen Dank an Aquarius an dieser Stelle. Wer oder was ist ein Aquarius? Eine nette Zuschauerin, die gesagt hat, das Spiel ist auf jeden Fall für euch. Okay, krass. Und ich meine, es ist ein Weltraumspiel und es ist zum Nachdenken. Es ist zum Nachdenken. Ja, du hast mich geködert mit, es ist ein Weltraumspiel, das hat eigentlich schon gereicht. Richtig. Und es ist ein bisschen wie FTL. Genau. Und da ich FTL ja über alles liebe und das Spiel schon 100-mal durchgespielt habe, kriegst du mich damit natürlich. Wissen wir irgendwas über das Spiel? Ist relativ neu. Es ist relativ neu und ich habe es auch nur 52 Minuten gespielt. Genau, Fabian hat schon mal reingeguckt, damit er mich ködern kann. Genau. Ja, und wir machen das jetzt zusammen nochmal und arbeiten uns da durch. Also, wir wollen gleich vorne wegschicken. Es ist sauhart. Ja, das habe ich auch gehört. Und es ist sehr schwer. Und wir sind keine wirklichen Profis, aber wir haben genügend Grips für anderthalb Leuten. Mhm. Und ungefähr, ja. Dann probieren wir es doch. Eben stand unten noch, ob Matt Damon das Spiel gespielt hat. Gute Frage. Okay, diesen Bildschirm habe ich auch noch nie gesehen. Den hast du noch nie, wie hast du denn dann losgespielt? Na, also hier gab es auch noch kein Mission. Ja. Da gab es einfach nur Start Game. Also okay, wir machen jetzt New Game. Ja. So, wir gucken uns das jetzt mal an, was hier ist. Okay, also ich hatte auch nur diese vier Nasen am Anfang. Na dann, man kann das jetzt aber noch randomisen, ne? Also man könnte jetzt auch noch andere Leute durchschalten, aber wir können ja auch die nehmen, also ist jetzt ja egal. Wollen wir das Tutorial gleich mal machen? Wir nehmen das Tutorial bitte und Easy Difficulty, genau, damit wir überhaupt erstmal lernen, was hier los Richtig. Ist. Erstmal ist hier gar nichts los. This briefing will give you a basic understanding Schönes needed Schiff. Ja. Oder? Als hätten wir es in einem Kirby Space Program gebaut. Ja, wird so ähnlich aussehen. Jetzt kommen wir wieder alles zusammen. Above all else, it is your job to keep the ship and the crew functional and well. Und ich würde mal sagen, Dennis, da ich schon 52 Minuten ich muss wohl ran. Bist du an der Maus? Okay, also wir sind auf dem Weg zum Mars, habe ich das richtig verstanden. Richtig, genau. Und wir haben jetzt diese zwei erstmal, die uns dann so ein bisschen next. Ja, ich wollte nur dich kurz reden lassen. Die reden ja dann sofort wieder weiter und man hört ja auch alles dann parallel. Und die haben eine Sprachausgabe. Ich habe gerade nichts im Ohr. Deswegen. Du hast nichts im Ohr, außer vielleicht ein bisschen Schmalz. Mal gucken, weiß man nicht. Und zwischen den Ohren ist auch nichts. Ist auch nicht viel. Gut, wir können ja. Willst du noch irgendwas sagen, sonst drücke ich weiter. Drück weiter. Regular maintenance keeps our ship in good working order. Performing maintenance tasks is done by using a crew member's dice to combat any problems that arise. Space Planet Station, ich weiß nicht mehr genau. Richtig, so, aber so Planet Base, nee, auch nicht. Doch. Planet Base? Planet Base. Das kann gut sein, oder? Ja. Schreib's in die Kommentare. Genau. Wir sollen Instandhaltung anwenden, weil irgendwas stimmt nicht richtig. Genau. Also hier, sollen wir den Tank inspecten? Nee, es geht nicht. Man kann nicht draufklicken. Okay, verstehe. Also erstmal das da unten, diese weißen Kugeln, sind die Würfel, die jeder einzelne hat. Okay. Und du siehst jetzt Zahlen oben bei der UI Warning und Tank Inspection. Diese Zahl muss man erwürfeln. Mhm. Also da kann dann auch zum Beispiel eine 37 stehen. Ja? Dann musst du in der Summe mit allen Würfeln aller Crew-Leute auf 37 kommen. Mhm. Das sind jetzt zwei Vierer. Kriegt man mit einem Würfel hin, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Okay, also ich soll jetzt irgendwie was ziehen. Genau, und soll J-Cross einmal anklicken. Achso, ich muss ihn erst anklicken. Genau. Und nee, nicht ziehen, einfach dann hast du aber gerade gesagt. Na egal. Okay, einfach draufklicken. Genau, deploy. So, kommt jetzt da rein, ist der Botaniker. Aber solange du noch nicht würfelst, wird es auch nicht deployed. Also du siehst jetzt erstmal das Modul an. Ja. Okay, also das darf nicht ausgehen, sonst sind wir alle tot. Wenn ich jetzt bla bla bla, Hull Damage, okay. Genau, es gibt dann halt immer verschiedene Events. Mhm. Das wäre ein Event, oben siehst du Hull Damage 1. Ja. Und das ist die... Da ganz links, ja. In weiß ist die Ship-Hülle. Mhm. Und ja, wenn wir dieses Modul in dieser Runde nicht reparieren, gibt es natürlich einen Schaden. Mhm. Ja, das ist hier markiert mit so einem roten kleinen Dödel unter dem weißen Dödeln. Genau. Ja. Okay,
Max. Darf ich nicht, next. In the middle HUD, you'll notice how much work has to be done to repair an event. Wir müssen jetzt auch irgendwie auf 4 kommen. Das ist erklärt im Grunde. Roll the dice now and drag them to the event to fix the problem. Okay, ich kann 2 Würfel rollen. Warum darf ich nur 2? Nee, du würfelst immer 4 und du darfst 2-mal rerollen. Ach so, okay. Ich habe eine ganze Menge Treffer. Ja. Also ich könnte jetzt zum Beispiel diesen Würfel nehmen und dahin packen. Genau, mach das einfach. Good. Now click hey, wow, alles repariert. Ich habe überlebt. Genau. So, jetzt können wir das beenden. Jack Cross ist jetzt da drüben. Richtig, die hat das Cockpit repariert. Mhm. Und weil sie eins repariert hat, ist jetzt ein Würfel weniger. Mhm. So. Jetzt. Okay, so jetzt sollen wir hier Musgrave. Life Support. Genau. Each module has an ability that can help the ship or the crew. Using weil sie module abilities is handled similarly to fixing problems on the ship. Ja, no, 50-50. Genau. Deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, ihr mehrere Würfel zu geben mit der Module Ability von dem Life Support. Mhm. Note the iconography to see which dice are valid. Genau. Die Gleichheitszeichen, also gehen wir hier auf. Ja. Die Gleichheitszeichen geben halt an, dass es immer ein Pair sein muss. Mhm. Wenn du halt nur einen Würfel reinmachst, kriegst du 2 Würfel wieder. Wenn du ein Paar reinmachst, kriegst du nochmal 2 Würfel mehr. Mhm. Okay, aber ich muss jetzt trotzdem im Endeffekt erstmal würfeln. Genau. Du hast nur einen Würfel, also kannst du da auch nur einen reinmachen. Ja. Genau. So, packe ich rein. Und du siehst, sie hat 2 Würfel dazu bekommen. Juhu! Das war's jetzt noch für sie. Würfeln kann sie noch rein? Ja. Also man kann immer nur einmal. Genau. Also du hast später noch Möglichkeiten. Ja. Okay, oben System Fail. Oh no! Alles geht geport. Jetzt ist der Tank leider ausgefallen. Was super scheiße ist. Ja, ist alles scheiße, wenn es ausfällt. Ne? Ja, aber Höhlendamage ist noch schlimmer, als wenn erstmal Sachen ausfallen. Reduce the crew's dice, deplete resources, damage the Iktomi, or cause module systems to fail. Learning which events to let carry over from turn to turn will greatly increase your likelihood of success. Genau, man muss halt immer so abwägen, was man machen will. Und zwischenzeitlich kommen dann immer Side-Projects. Die sind abhängig davon, wie hoch der Stress deiner Crew ist. Mhm. Wenn der Stress niedrig ist, kommen gute Sachen oder bessere Vorschläge. Wenn die super gestresst sind, kommt, hey, wie wäre es, wenn ich das Schiff kaputt mache und mich selbst verletze? They may slip into space madness and start making choices that harm themselves, genau. The ship, or the rest of the crew. No. Decide what you want to do and leave the phase when you're ready. Okay, jetzt können wir uns eine der beiden Sachen aussuchen. Ihr seid alle total dämlich, arbeitet ruhig weiter und wir kümmern uns, wir kommen hier irgendwie durch. Es kommt nicht frei. In fact, I may damage the ship, but we need food. Achso, ich komme da nicht ran, aber vielleicht schaffe ich es ja doch. Wir brauchen nämlich Essen. Ich muss einfach hier ein Loch reinmachen in die Wand. Mhm. Und dann kommt da Essen rein. Ja, es ist wichtig. Also Essen, da du es noch nicht weißt, innerhalb der Runden kannst du dann Food-Rationen verteilen. Mhm. Und ein Food gibt der Person, der du es gibst, 3 Würfel zurück. Ah, okay. Das ist natürlich eine ganze Menge. Mhm. Aber im Moment hat. So, warte mal, was ist jetzt hier der Stress? Der füllt sich auf oder was? Also der wird immer schlimmer? Nee, der wird nicht schlimmer. Also nur wenn halt bestimmte Events passieren. Na, meine ich ja. Also es geht mir jetzt allgemein. Also Stress füllt sich auf und Health nimmt ab. Genau. Also es ist gegensätzlich. Aber du kannst beides auch wieder durch Psychologie-Modul. So, ja. Genau, klar. Kannst du also Stress reduzieren und Health aufbauen. Ja. Nee, ich wollte nur sicher gehen, dass das jetzt nicht schon voll der hohe Stress ist. Ja, ja. Also, dass die Stressleiste sich nicht auch leert oder so. So ein Blödsinn machen ja manche Spieleentwickler. So, wir können jetzt ihm 2 mehr Würfel geben, dann wäre er voll, genau. Hat damit aber auch mehr Stress. Und hier verlieren wir einen Höhenpunkt, aber kriegen einmal Essen. Genau. Also was würdest du vorschlagen? Naja, Essen, wenn du es jetzt einem der beiden geben würdest, würdest du einen Würfel verlieren. Ja. Und du würdest Höhenschaden bekommen. Stress ist momentan nicht so wichtig. Genau. Du könntest, wenn du willst, jetzt ein Food geben, musst du aber auch nicht. Ja, mach ich. Okay. Dann finish. Wenn sie fertig kriegen. Ja, genau. Zack. Ich finde das Geräusch ist so geil. Es macht immer so. Ja. Ja, ist gut. Ich muss Food dragen und droppen. Ja, ist gut. Darf ich jetzt? Danke. It's best to take in the entirety of the situation before rushing to action.
Seeing everything from a bird's eye view will allow you to develop a solid strategy. Okay, wir sollen uns das schön von außen angucken. Cross should be able to take care of the system failure in the pantry. But first, let's have Musgrave fix the new event and life support, so Cross can pass through to the pantry unscathed. Da wo unser ganzes leckeres Essen ist. So, wenn du halt durch beschädigte Module gehst, kriegst du auch immer einen Schaden an Lebenspunkten. Mhm. Außer, mach mal kurz J-Cross und dann deploy. Darf ich nicht, muss nichts drücken. Okay. Jedenfalls vorne in der Pilotenkanzel haben wir ja gesagt, jedes Modul hat eine Eigenschaft. Wenn du in der Pilotenkanzel die Ability aktivierst, dann können alle Leute durch beschädigte Module gehen, ohne Schaden zu erleiden. Mhm. Gut, wir sollen jetzt erstmal hier rein und das uns hier kümmern. Okay. Schön. Jo. Haben wir doch. Und jetzt, auch wenn es wenig bringt, bevor du Finish Deployment machst, zieh einfach die beiden Fünfer da rein, dann hast du nämlich auch wieder volle Würfel. Cool. Also, wir hätten gar nicht beide gebraucht. Aber man kann es ja einfach machen. Genau. Okay. Jetzt ist es noch nicht so wichtig. Genau, jetzt können wir Cross in den Tank packen. Richtig, dass sie endlich sich mal ums Essen kümmert. Genau, so wie sich das gehört. Oder im Moment, er? Er, ich glaube, ist ein Botaniker. Botanist, es ist also sowas wie eben Mark Watney, ne? Also Marsianer. Ja, aber 10 ist immer halt schwer, ne? Also Leukämie oder Autoimmunerkrankung wollen wir nicht. Nee. Deswegen reparieren wir, Dennis. Reparieren wir. Ich würfel mal schön. Oh, die bleiben ja sogar hängen. Ich habe 3, 4, 5, 6. Fast eine große Straße. Richtig. Yeah! Die kleine hast du schon mal. Die kleine Straße habe ich. So, dann, jetzt hier. Können wir die nehmen, ne? Ja. Guck mal, Food kannst du auch noch. Cool. Und dafür musst du einfach nur über einer 1 sein, um das zu bekommen. Und dann kriegst du 4 Food. Darf ich nicht. Na, erstmal musst du die Class Ability. Weil es Botanikerin ist. Kannst du nicht noch da den Food machen? Ja. Genau. Jetzt hast du jetzt haben wir volles Essen, Alter. Also richtig fett. Ein geiles Modul. Einfach über 1 sein und dann gibt's. Na gut, da Essen. Findet man ja auch eigentlich immer Essen. Das ist ja schließlich da gelagert. Genau. Im besten Fall. So, und jetzt fliegen wir ein bisschen geradeaus. Weil es natürlich gut war. Ja. Meteoriten. Danke dafür. Richtig. War übrigens der Botaniker, der mit drin war. Ja, kann schon mal passieren. Ja. Deswegen, Leute, studiert nicht Botanik. Ja, wir waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf alles gleichzeitig. Das ist doch mal ein schönes Tutorial gewesen. Jetzt geht's richtig los, ja. So, genau. Das Schiff ist verwüstet. Cross ist leider tot. Richtig. Und Musgrave ist verletzt. Wir sollen jetzt überleben. Okay. Gut, ich würde sagen, wie wir überleben, zeigen wir euch in der nächsten Folge. Wenn ihr gehuckt seid, dann schaltet wieder ein. Spoiler-Alarm, wir werden nicht ewig lange überleben. Doch, aber ein Weilchen. Bis zum Mars. Oh Gott, das ist das Ziel. Ja. Bis zum Mars kommen. Und auf dem Mars geht's dann weiter. Da spielen wir dann Planet Base und sterben da dann. Richtig, dann gibt's wieder Meteoriten. Ja, Gott sei Dank. Super gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.